Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen zum Master Manifestationsmeeting, Master Manifestiermeeting. Wieso habe ich das jetzt spontan, dieses Master Manifestiermeeting? Wieso wollte ich das spontan machen? Und zwar aus dem Grund, dass es kam mir immer wieder diese Eingabe, dass es immer noch so viele Fragen gibt und dass immer wieder noch Leute glauben, ich kann nicht das haben, was ich gerne möchte, oder bei anderen klappt es, oder die kriegen das hin, aber für mich ist es anders. Und ja, es ist nicht so. Es ist für alle gleich und es funktioniert für alle nach den gleichen Regeln. Und der Grundsatz, das Erste, für wirklich das zu manifestieren, das zu materialisieren, das, was man möchte, ist, man muss mal verstehen, wie es funktioniert. Und wir sind ja immer noch der Meinung, dass wir hier mit unserem Tun, mit unserem Machen, mit unseren Handlungen, mit dem, was wir mit unseren fünf Sinnen machen können, also das heißt, was wir sprechen können, was wir hören können, was wir sehen können, was wir fühlen können, das ist eigentlich die Realität. Und diese Realität, wie wir sie wahrnehmen, die muss man verdrehen. Wer bin ich eigentlich? Wieso spreche ich hier? Ich bin jemand, der sich wirklich ganz hundertprozentig selber geheilt hat. Und zwar von Bandscheiben, von kaputten Bandscheiben und von einer Hüftarthrose. Und niemand, kein Arzt hat vor 2 Jahren geglaubt, dass ich mich heilen kann oder dass ich geheilt werden kann, ohne irgendeine Operation zu haben, die erstens mal meine Bandscheibenvorfälle entfernt, dass der Druck auf die Nerven, ihr kennt es wahrscheinlich alle schon so, dass der Druck auf die Nerven aufhört, weil sonst die ganzen Nerven absterben etc. pp. Genau das gleiche bei Hüftarthrose. Wenn das Hüftgelenk kaputt ist, dann kann es nicht heilen. Und das ist grundsätzlich einfach diese materielle Sichtweise. Wenn ein MRI beispielsweise oder ein Röntgenbild irgendeinen Fehler aufzeigt, dann hat es für uns Konsequenzen. Dann gibt es so und so viele Fälle, wo das so stattgefunden hat. Und alle Ausnahmefälle werden natürlich nicht beachtet. Alle Wunder sozusagen, die werden von unserer Welt noch nicht wirklich beachtet. Und ja, und dank auch der Arbeit von Dr. Judy Spencer oder auch Greg Braden, es gibt so viele, die darüber sprechen und sagen, unsere Materie hier, wie wir die Materie sehen, das ist einfach nur die Wahrnehmung über unsere fünf Sinne. Und diese Wahrnehmung bestimmt das, was wir leben. Und ich muss euch ganz, ganz ehrlich sagen, das, was ich über mich wahrgenommen habe, was mich krank gemacht hat, das, was ich, wie ich die Welt wahrgenommen habe, wie ich den Stress wahrgenommen habe, wie ich den Druck wahrgenommen habe, die ganze Verantwortung für meine Businesses, wie ich all das wahrgenommen habe und auf mich transferiert habe, bis letztendlich mein Körper reagiert hat und mir die Manifestation meiner Gedanken, meiner Wahrnehmung, meiner selbst, meiner eigenen Persönlichkeit und meiner Umwelt, bis das tatsächlich wahr geworden ist, manifestiert worden ist in meinem Körper, hat es natürlich eine ganz, ganz lange Zeit gedauert. Es hat viele, viele, viele Jahre gedauert, bis mein Körper endlich reagiert hat, weil auch meine Seele reagiert hat, die einfach gesagt hat im Hintergrund, ich will so nicht mehr leben, ich will mit diesen Vorstellungen nicht mehr leben, ich will mit diesem Glauben nicht mehr leben, dass ich so viel tun muss, dass ich mich so kaputt arbeiten muss, dass ich mich so müde machen muss, damit ich einigermaßen erfolgreich bin. Wie soll ich das durchhalten? Das kann ich nicht. Und irgendwann mal ist alles wirklich kollabiert. Mein ganzes Sein ist kollabiert. Meine ganze Vorstellung von mir selber, meine ganze Vorstellung davon, wie das Leben funktioniert. Es ist einfach alles kollabiert. Und
Es ist kollabiert, weil niemand den Druck standhalten kann, alles machen zu müssen, alles tun zu müssen, alles Materie zu Materie machen zu müssen. Und ich habe jetzt von Gesundheit gesprochen, oder? Die Gesundheit zeigt hinterher, der Körper zeigt einfach das Ergebnis dessen, was in unserem Geist vorgeht, in unserer Vorstellung vorgeht und in unserer emotionalen Welt vorgeht. Wie, was einfach bei uns alles läuft. Und wir wissen das so oft nicht. Aber wir wissen mittlerweile durch alle Quantenphysikstudien, durch alles, was auch Dr. Joe Dispenza in seinen Büchern geschrieben hat, in seinen wissenschaftlichen Experimenten klargelegt hat, alles fängt bei uns in uns herinnen an. Wo das alles herkommt, was in uns ist, das ist ja eigentlich zweitrangig. Natürlich kommt sehr viel davon, was wir aufgenommen haben in unserer Kindheit, wie wir konditioniert sind, was wir an Regeln, was wir an Vorstellungen angenommen haben für uns. Ganz kleine Sachen auch nur wie Geld ist nicht leicht zu verdienen. Das glaubt fast jeder. Oder wer alt wird, wird krank. Oder der Körper verschleißt. Der Körper nützt sich ab. Niemand spricht davon, wie sich unsere Zellen immer wieder neu herstellen und erneuern. Das ist nicht in aller Munde. In aller Munde ist, dass wer alt wird, der wird krank und gebrechlich. Und je älter wir werden, desto kränker und gebrechlicher werden wir. Desto mehr wir arbeiten, desto mehr Verschleiß haben wir an unserem Körper. Irgendwann mal ist klar, dass wir leiden und nicht mehr so beweglich sind. Das sind alles so krasse Vorstellungen, die in uns eingebrannt sind, die wir unbewusst, super unbewusst einfach übernehmen. Und das ist ein Umfeld, in dem wir leben. Und das ist dieses kollektive Bewusstsein, dass einfach diese Überzeugungen und diesen Glauben einfach in so einem großen Ausmaß trägt, dass es halt so ist und dass wir nichts dagegen tun können und dass wir uns fügen müssen und dass das Leben halt so spielt. Sei es in Bezug auf Gesundheit. Nehmen wir in Bezug auf Partnerschaften her. Ja, wenn wir dann halt lange genug zusammen sind, dann tritt der Alltag ein und dann ist alles nicht mehr so spannend und die Liebe ist nicht mehr so groß und alles ist irgendwie so zur Gewohnheit geworden, etc. pp. Warum? Wir machen doch das. Warum nehmen wir das an? Warum nehmen wir das hin? Und sagen einfach, ja, das ist halt dann so und leben in einer Beziehung weiter, die uns nicht mehr erfüllt, nicht mehr begeistert und so weiter. Das Gleiche ist mit dem Job, oder? Arbeitsbeziehungen, Arbeitsumfeld etc. Ja, irgendwann wird es langweilig, wir tun immer dasselbe und so weiter und so fort. Wir nehmen es einfach an, wir nehmen das einfach hin, dass die Dinge und dass das Leben so sind. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich nehme das nicht mehr hin. Ich bin hier und ich spüre es ganz klar und deutlich, dass ich wirklich in den höchsten Schwingungen, in den höchsten Gefühlen durch dieses Leben laufen darf und frei bin von jeglichem Leiden, frei bin von jeglichem äußeren Druck, einfach frei zu sein. Und wir wollen doch alle frei sein, sonst würden wir doch nicht alle arbeiten wie die Hohlen. Was denken wir denn, was uns finanzieller Wohlstand bringt? Der bringt uns Freiheit, dass wir uns alles kaufen können. Was bringt uns der Job? Was bringt uns all das, was nach dem wir rennen und machen und tun? Und dazu sage ich nur, wie wäre es, wenn es bedingungslos einfach alles jetzt schon vorhanden ist. Alles, was wir uns wünschen, ist vorhanden. Und das Einzige, was uns davon trennt, ist ein Gefühl, eine Überzeugung und ein Glauben. Ein Glauben, dass es wirklich so ist. Ein Glauben, dass das Leben so funktioniert. Ein Glauben, dass wir in uns selber all das kultivieren können, was wir uns im Außen wünschen. Der Glaube daran, dass all das, was wir im Außen sehen, irgendwo in irgendjemandem kultiviert worden ist. Wie zum Beispiel Tesla und seine Elektroautos. Das hat er in sich kultiviert. Der war voll dieser Überzeugung, der hat dafür gebrannt, der hat dafür gelebt. Der hat daran geglaubt und er hat sich von nichts und niemandem sagen lassen, dass das, was er glaubt, nicht wahr sein kann. Und alles, wenn ihr einfach nur
jegliche Beispiele euch anschaut, alles hat irgendwann mal in irgendjemanden so stark gebrannt und die Überzeugung war so groß, dass es man sich nicht mehr hat abbringen lassen. Und genauso habe ich dafür gebrannt, dass meine Gesundheit wieder zu 100%ig hergestellt wird, ohne dass irgendjemand an mir rumoperiert, irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, in was für einem Zustand ist, wenn der sein Skalpell in meinen Körper reinritzt. Da habe ich mir gesagt, nein, ich glaube daran, dass auch ich, neben ganz, ganz vielen Testimonials, natürlich auch unter anderem von der Arbeit von Dr. Jodie Spencer, es geschafft haben, ihren Körper wieder zu dem herzustellen, zu dem er gekommen ist auf diese Welt. Einfach in 100%iger Okayness und in Ordnung sein. Und das ist schwierig. Zu glauben, dass man 100%ig okay und in Ordnung ist, wenn man von seinem Körper und auch vom Außen die ganze Zeit gespiegelt bekommt, dass es nicht okay ist. Ärzte sagen mir, dass es nicht okay ist, was ich glaube. Mein Körper schmerzt, ich kann mich kaum bewegen. Es ist alles nicht okay. Und trotzdem glaube ich und bleibe ich ganz steinhart bei der Überzeugung, dass es okay sein kann. Und das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage für jede Manifestation. Und die nächste Grundlage für jede Manifestation, also neben dem Glauben und neben dem Wissen, dass eigentlich im Prinzip alles da ist, alles in absolut perfekter Ordnung und unlimitierter Möglichkeit vorhanden ist, auch wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht anfassen kann, wenn ich es nicht spüren kann, wenn ich es nicht riechen kann, wenn ich es nicht schmecken kann, aber ich doch in diesen Raum eintauchen kann, einzig und allein durch meine Aufmerksamkeit, durch mein Bewusstsein, durch das, was ich mir vorstellen kann, wenn ich glauben kann, dass das, was ich mir vorstellen kann, aus diesem Raum letztendlich in die Realität kommen kann, in der sie alle anderen sehen und begutachten können. Wenn ich das weiß, dass es so funktioniert, das ist der nächste Punkt. Das muss ich einfach wissen. Und wie komme ich dahin? Wie komme ich in diesen Raum dieser Möglichkeiten? Und dieser Raum dieser unbeschränkten Möglichkeiten ist ein energetischer Raum. Es ist ein Bewusstseinsraum. Es ist ein Raum, der gefüllt ist mit Raum. Und in dem Raum herrscht wieder nur Raum. Und in diesem Raum ist mein Bewusstsein der Chef. Ich bin der Chef, wenn ich da eintrete in diesen Raum. Mit meinem Bewusstsein, mit meiner Vorstellung gehe ich dort hinein und ich fange an zu spüren und zu fühlen. Alles, was dort ist, was ich wünsche. So, und dieses Spüren und Fühlen, das ist die dritte Krux. Wie komme ich dahin? Und da komme ich am besten hin, wenn ich bedingungslos bin. Wenn ich erstmal ohne eine Bedingung, ohne eine Vorstellung versuche, in diesen Raum einzutreten. Und wie fühlt sich dieser Raum an? Dieser Raum fühlt sich an wie jegliche höhere Emotion. Und ich sage es immer, stellt euch vor, ihr seid frisch verliebt. Stellt euch das mal vor, ihr seid frisch verliebt, aber nicht in eine Person, sondern frisch verliebt ins Leben, frisch verliebt in den Gedanken, dass ihr frei seid, frisch verliebt in den Gedanken, dass ihr machen und tun könnt, was ihr wollt, frisch verliebt in den Gedanken, dass alles 100%ig in Ordnung und einfach nur gut mit euch ist und gut mit euch meint. Einfach diese Begeisterung, einfach nur so. Und in diesem Zustand, in diesem energetisch erhöhten Zustand, einfach dieser Begeisterung an sich und per se, dann habe ich plötzlich Zugriff auf neue Bewusstseinsaspekte. Plötzlich kommen mir Lösungen in den Sinn, die mir vielleicht bis jetzt noch nie in den Sinn gekommen sind. Plötzlich kommen mir alle möglichen Eventualitäten in den Sinn, die sich plötzlich ausgedehnt haben, nur weil ich mich ausgedehnt habe in diesen Raum der unbeschränkten, unbegrenzten Möglichkeiten. Aber ich muss
nicht wissen, wie die Lösungen letztendlich im Detail zustande kommen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss einfach diese Energie da reinsetzen. Ich muss einfach dadurch, dass ich das spüre, dass ich fühle und dass ich es werde, dass ich die Person bin, die es ist. Ich kann nicht die gleiche sein, die krank war, und die gleiche sein, die gestresst war, die ihren Körper zugrunde gefahren hat, die gleiche sein, die die gleichen Gedanken hat und nachher meinen, ich könnte mit den gleichen Gedanken, mit den gleichen Vorstellungen vom Leben, von meiner Umwelt, die gesunde sein. Das geht nicht. Ich kann nicht als der Mensch, der krank geworden ist, gesund werden. Ich muss mich ganz klar verändern. Und diese Veränderung fängt im Innen an und zieht unweigerlich Veränderung im Außen an. Es ist nicht möglich, dass ich, genau, also die wahren Realisten sind Visionäre, schreibt der Ralf. Genau, ich muss eine Vision, Dr. Joe Dispenza sagt immer, eine Intention haben, um in diese Gefühle reinzugehen, um zu kreieren zu können. Aber um die Gefühle reinzugehen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Meditation auch gemacht haben von Dr. Joe Dispenza, ist es immer ein bedingungsloses Erzeugen der höheren Schwingungen, der höheren Gefühle. Es geht nie um Bedingungen. Es geht einfach darum, wirklich hier dieses Herz zu öffnen, diese absolute Begeisterung für das, was ist. Und wenn es scheiße ist, aber diese Begeisterung muss ich lernen können zu fühlen, weil wenn ich diese Begeisterung nicht fühlen kann, diese bedingungslose Begeisterung, diese angstlose Begeisterung, oh mein Gott, wenn es nicht klappt, oh mein Gott, was denken die Leute von mir, oh mein Gott, das muss alles weg, es geht keinen was an, wie begeistert und bedingungslos begeistert ich bin in mir über mich und mein Leben, weil das ist das Benzin. Diese Gefühle sind das Benzin der Schöpfung, und zwar der Schöpfung auf diesem höchsten Niveau, auf diesem Theta- und Gamma-Wellen-Niveau. Da komme ich nur hin, wenn ich diese Begeisterung lerne zu leben. Und das ist unser großes Problem in der heutigen Gesellschaft, weil wir werden immer gedämpft. Kennt ihr das? Freu dich nicht zu früh. Stell dir mal vor, wenn es nicht klappt. Warum soll ich mir vorstellen, wenn es nicht klappt? Na, das bringt mich ja wieder zurück. Das stelle ich mir einfach überhaupt nicht vor. Das will ich gar nicht wissen. Ich will nur das wissen, was ich will. Und ich will das fühlen, was ich will. Und so kann ich eben auch manifestieren. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zum Thema Beziehungen, weil mir jemand im Vorab schon auch eine Frage gestellt hat. Sie hat geschrieben, sie hat mich gefragt, ja, wie kann das sein? Ich lerne jemanden kennen, ich gehe in diese Beziehung oder in dieses Kennenlernen, in diese Phase, gehe ich offen rein. Ich bin da, bin begeistert, der andere ist auch begeistert, und plötzlich macht es Paar. Nichts geht mehr. Sie hat mir erzählt, eben beide waren super begeistert und plötzlich war er weg. Plötzlich war nichts mehr von dem Paar. Wie kann das sein, sagt sie mir. Fragt sie mich, wie kann es sein, wenn ich so begeistert bin von diesem Kennenlernen, wie sich die Beziehung entwickelt hat, und der zieht sich plötzlich zurück, ist einfach nicht mehr da, will nichts mehr wissen, offensichtlich. Und dann, da muss ich ganz klar sagen, diese momentane Begeisterung in der Bedingung, dass dieser Mensch das zurückgibt, in der Bedingung, dass dieser Mensch, diese Bedingung setze ich mir ganz tief im Unterbewusstsein, der Bedingung, dass dieser Mensch mir immer wieder zeigt, dass er mich auch toll findet, dass er mir vielleicht Nachrichten schreibt, dass er sich erkenntlich zeigt, etc., was das alles, was man so alles sich vorstellt, was ein anderer tun sollte, damit er quasi bezeugt und zeigt, dass er auch dieses Interesse hat. Das sind alles Bedingungen, und diese Bedingungen, die sind zum Scheitern verurteilt. Nur wenn wir bedingungslos in uns
diese Freude fürs Leben, die Begeisterung fürs Leben kultivieren können, dann können wir Bedingungen erzeugen, Realitäten erzeugen im Außen. Aber wenn wir uns immer wieder diese Feedbackschleife geben und antun, aus der Realität anfangen zu bewerten, dann sind wir schon wieder in dieser Spirale nach unten, weg von unserer Manifestation. Und da braucht es ganz klares Bewusstsein und hundertprozentige Eigenverantwortung. Immer wieder den Spiegel zu nehmen, und zwar emotionalen Spiegel. Wie fühle ich mich? Mit welchen Gedanken war dieses Gefühl denn eigentlich verbunden? Wie viel Angst hatte ich denn wirklich ehrlich, dass die Beziehung vielleicht nicht klappt oder dass vielleicht irgendwas nicht gut genug an mir ist oder dass irgendetwas dem anderen vielleicht nicht gefällt und was mache ich denn, wenn das wieder nichts wird, etc. etc. Das passiert so viel in uns. Immer wieder, sei es in privaten Beziehungen, Partnerschaften oder auch in Jobbeziehungen. Diese Beziehungen, wenn wir uns immer wieder spiegeln an der Reaktion der anderen, kommen wir immer wieder aus dem Gleichgewicht und von der Bahn ab, was wir eigentlich wollen in Beziehungen. Was wollen wir in Beziehungen? Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Liebe. Und zwar auch, wenn wir nicht gerade toll sind und auch wenn wir vielleicht Fehler machen, wenn wir nicht gut aussehen, etc. pp. Wir wollen einfach immer akzeptiert und anerkannt werden. Aber das klappt nur, wenn wir es selber tun. Und zwar ganz ehrlich und tief in uns drinnen. Von einer Überzeugung her, dass wir hundertprozentig in Ordnung sind. Dass wir nichts Schlechtes verdienen, niemals, nicht mal, wenn wir Fehler gemacht haben, nicht mal, wenn wir uns irgendwie in der Vergangenheit schlecht behandelt gefühlt haben und so weiter und so fort. Und dazu gehört, dass wir keine Schuld, dass wir keine Schande mehr empfinden, dass wir keinen Groll mehr empfinden, dass wir keinen Hass mehr empfinden, dass wir nicht mehr irgendwie unverzeihlich sind. Wir müssen uns absolut hundertprozentig reinigen, dass wir ein Magnet, ein schwingungsmäßiger, energetischer Magnet für das Gute und das Schöne im Leben werden. Wir können nicht den Müll mitschleppen und einfach die ganze Zeit sagen, na, wieso klappt es nicht und wieso bin ich da nicht erfolgreich und wieso mögen die mich nicht und wieso hören die mir nicht zu, etc. Weil wir Müll an uns rumtragen. Und dieser Müll drückt unsere Schwingung. Und dieser Müll kommt darüber, was wir über andere denken oder was wir glauben, was andere über uns denken. Weil wir wissen es ja sowieso meistens nicht. Sondern es geht alles hier in unserem kleinen Köpfchen ab. Und wir müssen uns reinigen davon, dass unsere Schwingung nach oben gehen kann und dass wir wirklich Master-Manifestierer werden, Master-Anzieher des Guten. Weil das Gute fühlt sich super an. Und wenn das, was sich super anfühlt, zu uns kommen soll, dann müssen wir uns zuerst super fühlen. Egal, was ist. Und das ist das wahnsinnig Schwierige. Und das heißt, wir müssen uns das immer wieder klar machen, wie es funktioniert. Wie funktioniert das Manifestieren? Wie muss ich mich fühlen, damit ich diese guten Dinge anziehe, die ich möchte? Diese finanzielle Freiheit. Ich muss mich finanziell frei fühlen. Ich muss mich überhaupt frei fühlen. Ich muss mich gut fühlen. Ich muss mich eben frei fühlen von Zweifeln. Ich muss mich frei fühlen davon, dass ich vielleicht nicht gut genug bin. Ich muss mich frei fühlen, dass ich vielleicht Fehler mache. Ich muss mich frei fühlen, dass ich nicht schön genug bin, dass ich in der Vergangenheit nicht gut genug war. Ich muss mich einfach vor Flix nochmal befreien. Und nur das Befreite kann nach oben gehen. Ich die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Gewichten durchs Leben renne, muss ich mich befreien. Es geht nicht anders. Ich muss mich befreien, damit meine Energie, meine Schwingung nach oben kommen kann und dort diese alle schönen Sachen, die auf dieser Schwingung wohnen, zu mir kommen können in mein Herz. Und deswegen ist das Herz auch so wichtig, weil wenn ein Herz voll Groll ist, wenn ein Herz voll Trauer ist, wenn ein Herz voll sonstigen Verletzungen ist, dann kann dieses Herz nicht anfangen in der Schwingung der Liebe, des Mitgefühls, auch
Dr. Joe Dispenza sagt auch immer, die Schwingung des Mitgefühls, das ist so, so stark, diese elektromagnetische Schwingung. Und ich kriege diese nur hin, wenn ich alles loslasse. Alle Widerstände, alles Glaubenssätze, die irgendwo nur einen Zweifel zulassen können an meinem Genie. Dr. Joe Dispenza sagt auch, hallo, hallo Genie. Oder? Und ein Genie, was ein Genie? Glaubt es irgendetwas Schlechtes von sich? Ein Genie hat es irgendwie eine Vorstellung, dass es nicht gut genug ist oder dass es etwas nicht kann oder dass es Limitierungen gibt. Nein, ein Genie ist etwas Geniales. Aber etwas Geniales, das gepackt ist in ein Gefühl der Liebe, des Mitgefühls. Ein Genie denkt auch nicht über andere irgendwie schlecht. Ein Genie denkt nicht über die Vergangenheit schlecht. Ein Genie glaubt nicht, dass es in der Zukunft irgendwie Dinge zu erwarten hat, die schlecht oder unschön sind. Sondern ein Genie geht als strahlendes Bündel des Glückes durch die Welt und ignoriert eiskalt alles, was ihm nicht gefällt. Das klingt nach absoluter Ignoranz, aber das ist 100% notwendig. Du kannst nicht dich immer wieder mit der Vergangenheit in Verbindung bringen und zu meinen, du machst diesen Quantensprung in die Zukunft. Du musst dich reinwaschen, du musst dich befreien und du musst als neue Persönlichkeit, als quasi neuer Mensch in diese neue Zukunft gehen. Und diese neue Persönlichkeit, die fühlt sich einfach perfekt, mangelfrei. Das ist nichts mit Arroganz oder was weiß ich nicht was zu tun, sondern das ist einfach ein Herzensmensch, der mit guten Gefühlen, guten Erwartungen, guten Gedanken durch die Welt geht. Dieser Mensch ist ein Magnet. Ein Magnet. Dieser Magnet schafft es aus dem energetischen, unendlichen Raum, der einfach da oben ist, wo die guten Gefühle und Schwingungen sind, die Dinge zu sich herzu materialisieren, manifestieren. Und deswegen, wir vergessen es jeden Morgen. Wir müssen es jeden Morgen uns daran erinnern, wer wir sein wollen, wie wir durch den Tag laufen wollen. Es gibt ganz viele tolle Techniken, Schreiben, natürlich Meditation, Selbstgespräche, mit sich selber reden, zu schauen, was denke ich denn? Nicht auch die Worte, oder? Sprich mit dir. Nimm dein Handy. Dein Handy hat so viele tolle Funktionen. Sprich mit dir. Nimm Videos auf. Schau, wie du wirkst. Schau deine Schwingung an. Arbeite mit dir auf allen möglichen Ebenen, damit du aus der Person, die das nicht hat, was du dir wünschst, diese Person machst, die das hat, was du dir wünschst. Die das ist, was du dir wünschst. Das ist tägliche Arbeit. Tägliche Arbeit, sich klar zu machen, wie funktioniert Manifestation, wie läuft das Ganze, was läuft in mir, wo ist mein Bewusstsein denn jetzt? Ist mein Bewusstsein in der Vergangenheit bei einem Streit oder ist mein Bewusstsein in der Zukunft, wo wir wieder tolle Freunde sind und eine riesengute Beziehung haben? Ist mein Bewusstsein dort im Mangel bei meinen Sorgen, weil ich nicht weiß, wie mein Job weitergehen soll? Oder ist es voller Hoffnung und Vorfreude auf das Unbekannte, das ich noch nicht sehe, aber wo ich davon ausgehe, dass wenn ich meine Schwingung erhöhe, dass dieses Unbekannte einfach nur gut ist? Egal, ob es so gut ist oder so gut. Hauptsache, es ist gut. Und das ist so, so wahnsinnig wichtig. Ja, das ist eigentlich jetzt mal diese Grundlage, die ich geben wollte und euch daran erinnern wollte, wie es wirklich funktioniert. Und dass wir uns immer wieder dieses Bewusstsein auf den Tisch legen müssen und sagen, wo bin ich denn jetzt? Bin ich da, wo ich hin will? Bin ich in der Schwingung, wenn ich von 0 bis 10 schaue, auf welcher Schwingungsebene befinde ich mich? Wo bin ich denn? Und wenn ich merke, ich bin bei 5, dann muss ich sagen, ja, ich muss was machen. Ich muss was machen. Ich kann auch nicht erwarten, dass das Leben mir die Geschenke bringt und ich bin aber gerade im Keller. Das geht nicht. Im Keller, der Postbote kommt nicht im Keller. Ich muss mich erhöhen, ich muss nach oben kommen.
Und das geht in allen Bereichen. In allen Bereichen ist das Thema genau dasselbe. Es ist kein Unterschied, ob ich eine Krankheit heilen will oder ob ich mein Business heilen will. Es ist kein Unterschied, ob ich Beziehungen heilen möchte zu mir selber oder zu anderen Menschen. Es ist kein Unterschied, es ist alles dasselbe. Und egal welches Problem jeder persönlich hat und verändern will durch Manifestieren und Materialisieren von etwas anderem, wenn ich etwas anderes will in meinem Leben, muss ich jemand anders sein. Ja, leider ist das Internet unterbrochen gewesen. Ich frage mich, ob noch jemand von euch da ist. Wahrscheinlich seid ihr alle schon gegangen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das Wichtigste, was von meiner Seite heute zu diesem Thema zu sagen war, das habe ich gesagt. Und ich möchte euch gerne anbieten, dass ihr die Fragen, die ihr noch habt, zu euren spezifischen Themen vielleicht einfach hier unter das Video setzt und ich das dann, ja, jetzt geht's wieder, hallo Ralf. Weiß jetzt nicht, du bist jetzt wieder da. Ich wollte eigentlich jetzt an dieser Stelle noch ein paar Fragen beantworten, spezielle Fragen aus den Kommentaren. Wenn jetzt hier noch was kommt in den nächsten paar Minuten, kann ich das jetzt hier noch live beantworten. Ansonsten, ja, hallo Emily. Eben, schreibt mir eure Fragen in den Chat. Dann kann ich hier noch was live beantworten. Ansonsten eben auch für die, die das Replay anschauen, einfach die Fragen in die Kommentare schreiben. Ich werde dann mein Bestes geben, um zu beantworten. Habt ihr sonst noch was, Emily? Jetzt trudeln alle wieder ein. Das ist total schön. Es tut mir so leid, dass es jedes Mal irgendwie fast passiert, dass diese Live-Videos unterbrechen. Also wie gesagt, schreibt mir ein paar Fragen in den Chat, dann beantworte ich die gleich noch hier. Was wirklich wichtig ist, ist, dass ihr euch für die Zeit nehmt, für euch. Zeit nehmt für eine Beziehung zwischen eurem Inneren aufzubauen, zwischen eine Beziehung zu eurem Herzen oder wie ihr das nennen wollt, eine Beziehung zu eurer Seele, einfach zu einer Beziehung zu dieser Reinheit, dieser Perfektion, die in jedem von uns innen drin wohnt, dass wir lernen, diese Beziehung aufzubauen, weil leider es hat halt das Leben bis jetzt oft so gespielt, dass es uns irgendwelche anderen Sachen vorgegaukelt hat, die einfach nicht wahr sind. Wir sind alle absolut perfekt, wir sind alle absolut liebenswürdig, wir sind alle absolut liebend, wir haben alle nur das Beste vom Leben verdient. Niemand ist anders. Niemand hat irgendwie etwas Böses oder etwas Schlechtes gemacht oder weil er vielleicht eine schlechtere Kindheit hatte. Niemand. Wir sind alle gleich, wenn wir in unser Herz gehen, wenn wir unsere Gefühlsebene einsteigen und dort wirklich arbeiten und hier anfangen zu kreieren und manifestieren, dann aus diesem Ort, aus diesem unser Innersten raus, können wir alles haben, was wir wollen. Vielleicht kommen wir noch im Nachhinein, also auch die, die das Replay anschauen, zögert nicht, schreibt eure Fragen, schreibt, was ihr wissen wollt, schreibt, was euch bewegt. Ich werde immer wieder hier reinschauen und schauen, ob ich da noch Antworten geben kann, Klarheit geben kann und so weiter und so fort. Ja, wenn jetzt hier nichts mehr kommt, der Winnie winkt mir zu. Hallo Winnie, jetzt schaue ich mal hier, ob ich da auf dem Handy noch irgendwas sehen kann. Dass ich zu beantworten kann. Also wie gesagt, für die, hier kommt was.
Wie ist es bei körperlicher Heilung, Nahrungsergänzungsmittel okay? Oder heißt es, man glaubt nicht hundertprozentig daran, dass der Körper sich selber ausgleicht? Das ist eine super coole Frage. Und zwar ist es wirklich so, alles, was du machst, weil du denkst, du bist im Defizit oder etwas fehlt dir, wenn du das auffüllen kannst, sei das mit Nahrungsergänzungsmitteln oder was auch immer. Also ich hatte zum Beispiel einen riesengroßen Eisenmangel, den ich lange nicht entdeckt habe. Es ist natürlich schon so, dass der Körper seine Energie braucht bei körperlichen Sachen, um sich zu restaurieren. Er braucht natürlich die Möglichkeit, also ein ganz, ganz ausgemergelter Körper oder an den Boden gefahrener Körper, wie jetzt sozusagen meiner war, als ich krank wurde, der braucht natürlich schon Sachen, um zu restaurieren. Es gibt auch viele, die ihren Körper übersäuert haben, wenn sie ihn sozusagen missbraucht haben und gar nicht darauf geachtet haben, welche Nahrungsmittel kommen. Aber das ist wirklich alles Energie, oder? Was du isst, und wie sehr du gut zu dir schaust und mit welcher Liebe du dich umsorgst, das ist wichtig. Und wenn es für dich ist, Nahrungsergänzungsmittel deinem Körper zu geben, weil sich das für dich gut und richtig anfühlt, dann ist das toll. Aber immer aus der Prämisse her des Vertrauens, dass dein Körper sich wiederherstellt, dass er vielleicht eine Zeit braucht, aber dass eigentlich sein Grundzustand einfach hundertprozentige Gesundheit ist und sein kann. Also dieser Grundzustand und dieser Grundglaube und dieser Grundvertrauen, das ist ganz, ganz wichtig. Und was sich gut und richtig für dich anfühlt. Ich meine, es ist genauso wie die Beziehung zu deinem Körper, ist genauso wie eine Beziehung zu jemandem, den du sonst liebst, oder? Weil dem kochst du auch was Gutes, wo du davon überzeugt bist, dass das gut für ihn ist. Also, oder du gibst auch Geschenke oder du unterstützt und du motivierst, aber nicht darin, dass er Schlechtes oder etwas nicht kann, sondern das ist eben auch das große Problem in Beziehungen, oder? Wenn du in einer Beziehung jemanden dein Gegenüber siehst als mangelhaft, mangelhaft liebend, mangelhaft fähig, mangelhaft intelligent, was auch immer, ja, dann wird er dir das spiegeln, was du von ihm glaubst. Und genauso tut dein Körper dir das spiegeln, was du von ihm glaubst. Also das ist einfach diese wichtige Grundhaltung. Wie siehst du die Situation? Siehst du die Situation aus einer Grundhaltung des Mangels oder aus einer Grundhaltung der Fülle und der Liebe? Also das ist eigentlich irgendwie das Wichtigste, oder? Wie du dich selber siehst, so siehst du auch alles andere. So siehst du auch deine finanzielle Situation. So siehst du dich in deinem Job. So siehst du dich in deinem Business. Siehst du dich als jemand, der strahlt und der das mit Liebe und Hingabe macht, oder siehst du dich als Loser? Also das ist so essentiell, einfach wirklich aus sich heraus, aus dem besten, schönsten und positivsten Gefühl heraus zu agieren. Und wenn du erst in dem Gefühl bist, weißt du, was du zu tun hast? Ja? Gibt es sonst noch eine Frage? Also, um das nochmal zusammenzufassen, was das Wichtige ist jetzt von diesem zweiten Teil des Videos, auch wieder, bringe dich zuerst in diese positive Überzeugung, in die höhere Schwingung, in die Schwingung der Liebe, in die Schwingung der Fülle, in die Schwingung, dass alles da ist, einfach in die Schwingung dieses Raumes der unbegrenzten Möglichkeiten, dieses Feldes. Geh erst dorthin. Und schau, was sich dann offenbart, oder? Zuerst dorthin gehen. Und weil, wenn du im Mangel bist, bist du nicht dort. So, jetzt hier noch, wie kann man zum Beispiel Kindheitstrauma heilen, wenn man im Kopf von diesem Alten gefangen ist, wie ein innerer Käfig, der dich begrenzt und dich gefangen hält. Man weiß, es ist falsch, aber man denkt immer noch, wie kann man sich dagegen befreien? Ja, das ist eben
der Punkt. Du musst es irgendwie schaffen, deinen Verstand und gleichzeitig eben auch dein Herz davon zu überzeugen, dass dich nichts beschützen konnte, was auch in der Kindheit jemals passiert ist, dass du ein absolut perfekter, reiner Mensch bist und dass du mit nichts das irgendwie verdient hast und dass es gar nichts mit dir, mit deinem Inneren, mit deinem Herzen und mit deiner Seele zu tun haben kann, sondern dass diese Sache, die passiert ist, die musst du irgendwie schaffen, dass diese Sache in der Vergangenheit mit der Persönlichkeit, die du gewahrst und die du dadurch geworden bist, durch diese Beschmutzung, durch diese Traumata, durch all das, was du erlebt hast, wenn du begreifst, dass du das nur erlebt hast, weil andere, also weil von außen Schmutz über dich geladen worden ist, im Sinne von Projektionen, dass andere ihr schreckliches Inneres rausgelassen haben und über dich quasi drüber gemüllt haben. Dass es aber mit dem, was du wirklich bist, was du in dir bist, nichts zu tun hat. Und dass du das tatsächlich zurücklassen darfst in der Vergangenheit und dass du dich wirklich wie neu erfinden darfst. Es gibt zum Beispiel dieses Buch, das macht auch Dr. Joe Dispenza mit ihr zusammen, mit der Anita Mordani heißt sie. Sie ist gestorben, sie hatte ein Nahtoderlebnis, sie hatte Krebs und sie ist quasi gestorben. Und dann ist sie wieder zurückgekommen als total neuer Mensch. Und auf diesem Wege quasi, wo sie ihren Körper verlassen hat, hat sie alles Alte, was sie geglaubt, was sie erlebt hat, etc. zurücklassen können. Und Dr. Joe Dispenza macht mit ihr zusammen Workshops, um zu sagen, hey, du musst nicht de facto sterben, dass du neu geboren sein darfst. Sondern du kannst es dir jederzeit erlauben, quasi dein altes Ich sterben zu lassen, dein altes Denken, dein altes Fühlen, deine alten Erinnerungen, deine alten Erfahrungen hinter dir zu lassen und in ein neues Ich zu gehen, das eben frei ist von dem. Und Meditation ist ganz, ganz, ganz klar ein ganz guter Weg dorthin, wirklich in ein neues Ich, in einen neuen Raum, in eine neue Persönlichkeit einzusteigen und immer wieder zu wissen, wer ich bin. Ich bin rein, ich bin Herz, ich bin Liebe, ich bin Perfektion und ich bin nicht die Person, die von anderen in der Vergangenheit misshandelt oder sonst irgendwie traumatisiert worden ist, sondern ich bin jetzt neu. Und zwar jetzt, weißt du? Jetzt. Jeden Moment ist jetzt. Ab jetzt gibt es nur noch jetzt. Weil es gibt nur jetzt. Und wir sind hier jetzt zusammen. Und dieses Jetzt ist nur jetzt. Was wir da draus machen, wie wir uns jetzt fühlen, das ist alles, was wir sind. Und wir müssen von einem Jetzt zum anderen leben. Und jedes Jetzt nicht verschmutzen mit Gedanken an die Vergangenheit, mit Erinnerungen an die Vergangenheit etc. müssen versuchen, möglichst klar und rein jegliches Jetzt im Fokus auf das, was wir wollen und wie wir uns fühlen wollen und was wir sind. Jedes Jetzt gilt es zu gestalten. Und es gibt nur jetzt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als dieser gegenwärtige goldene Moment, wie Dr. Joe Dispenza sagt, den auszuleben, auszuspüren und zwar so, wie wir es entscheiden und nicht, wie es mal war und nicht, wie wir Angst haben, dass es mal sein wird, sondern wie wir es jetzt wollen. Und das ist das Einzige, was wir machen können, in diesem gegenwärtigen goldenen Moment so gut wie möglich zu leben und uns immer wieder daran zu erinnern, wie und wo dieser gegenwärtige goldene Moment ist. Ja, für alle, die das jetzt hören und die vielleicht noch mehr wissen wollen, nochmal, schreibt mir in die Kommentare. Und falls ihr interessiert seid an einem meiner Coaching-Programme, schreibt mir auch, schreibt mir persönlich, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir über Facebook, was auch immer. Ich habe Coaching-Programme für 2 Monate und für 3 Monate. Und
ich gebe Boni. Also für alle die, die sich jetzt noch bis zum 15.02. sagen, ja, ich will jetzt unbedingt hier dran ansetzen und dran arbeiten, am liebsten mit der Patricia, weil das resoniert mit mir. Ich habe noch 2 Plätze frei für 1:1 Coachings. Schreibt mir und dann schauen wir, ob wir ein guter Mensch sind und ob ich euch auf dem Weg helfen kann. Weil mein Ziel ist nur, dass jeder sich selber helfen kann. Immer wieder. Und was meine Arbeit betrifft, das ist einfach eine Anschiebearbeit, dass jeder für sich dann selber wirklich weitergeht und so tief in sich und in seinem Glauben verankert ist, seiner Perfektion, seiner Liebe, seines Lebens, das einfach nur toll sein darf. So, meine Lieben, es ist doch noch viel, viel länger gegangen, als ich dachte. Ich bin super geehrt, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wie gesagt, schreibt mir, ich freue mich um jeden Menschen, der einfach sagt, ich will das Beste aus meinem Leben machen. Und zwar jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und es gibt nur den. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Sonntag. Alles Liebe, Patricia.